Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler und auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Dass sich Angela Merkel nun bei den Bürgerinnen und Bürgern entschuldigt hat, zeugt erstmal von Größe. Das ist in dieser Form einmalig. Und man würde manchen Politikern, seien es Ministerpräsidenten oder Bundesministern, einfach nur wünschen, sie würden persönlich auch diese Größe aufbringen. Wofür sich Angela Merkel allerdings nicht entschuldigt hat, ist all das, was sie und ihre Bundesregierung in den vergangenen Monaten versäumt haben. Dadurch, dass jetzt auch die Osterruhe wegfällt, fehlt ehrlich gesagt die Fantasie, wie die zu erwartende Steigerung der Infektionszahlen überhaupt eingedämmt werden kann. Also die Entschuldigung und die Rücknahme der Osterruhe durch Angela Merkel war sicherlich nicht ganz freiwillig. Sie bekommt massiven Druck aus der eigenen Partei, von den eigenen Abgeordneten, die genau sehen, die von uns geführte Bundesregierung macht in diesen Wochen keine gute Figur bei der Pandemiebekämpfung. Und sie bekommt dazu in den Umfragen auch derzeit die Quittung. Die Union ist im freien Fall nach unten. Und das spielt sicherlich eine große Rolle für die Entscheidung, heute die Osterruhe quasi wieder abzusagen. Dieses Ritual der Ministerpräsidentenkonferenzen ist wirklich an ein Ende gekommen. Es ist eine Farce, was zum Beispiel vorgestern dort stattgefunden hat. Stundenlang ringen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin um vergleichsweise unbedeutende Fragen, ob zum Beispiel, ob ein Urlaub über Ostern im eigenen Wohnwagen an der Küste stattfinden darf und ob Leute, die nach Mallorca fliegen, mit einem Test zurückkommen müssen oder ohne. Das ist eine falsche Prioritätensetzung. Eine solche Runde, wenn sie denn schon zusammenkommt, sollte mal über die wirklich wichtigen Fragen debattieren, nämlich die Teststrategie und vor allem, wie bekommen wir viel Impfstoff und wie wird er auch schnell verimpft.